Guten Abend und herzlich willkommen im Museum Alexander König. Ich bin der Bundesadler und erzähle euch heute die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das wurde nämlich genau hier in diesem Gemäuer geschrieben. Im Jahr 1948 trafen sich hier 61 Männer und 4 Frauen, der Parlamentarische Rat. Sie hatten nur eine Aufgabe, sich eine neue Verfassung für ihr kaputtes Land ausdenken und niederschreiben. Und weil alle anderen geeigneten Gebäude im Krieg zerstört wurden, landeten die angeblichen Väter und Mütter des Grundgesetzes eben hier, im Naturkundemuseum. Obwohl das bis unters Dach vollgestellt war mit Tieren. Mit ganz besonderen Tieren. Aber seht selbst. Es war einmal in einem verschlafenen Vorort von Rhöndorf namens Bonn. Das Grundgesetz der Tiere. Aha. Ruhe! Ruhe! Diese irre Antilope bringt mich noch ins Grab mit ihrem Kazoo! Ruhe! Ich muss üben! Für was denn üben? Wir sind hier in einem Museum und nicht in der Carnegie Hall! Ugh, schau dir nur diese Tölpe an! Selbst wenn du über Nacht zur Clara Schumann der Antilopen werden würdest, spielst du bloß eine doofe Tröte! Du hast doch gar keine Ahnung! Nur weil hier in dem Museum keiner mein Talent erkennt, heißt das nicht, dass es da draußen niemanden gibt, der meine Musik hören will! Hört, hört! Talent erkennen! Nicht mal die Affen können das noch ertragen! Pff. Recht hat er! Ich war lange genug da draußen und kann dir sagen, niemand interessiert sich für dein Getröte. Die interessieren sich höchstens für dich als Ragouffeur. Ja, ja, immer auf mich. Warum kriegt's nicht einmal dieser Schmutzgeier ab? Der darf hier alles vollstinken, oder was? Na, nicht frech werden. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, mit einer trötenden Antilope und einem langhalsigen Klugscheißer hier zu wohnen. Ja, ja, wir wissen, dass du lieber die Gesellschaft von einer zerfledderten Adlerleiche genießt. Frechheit! Die kann ja gar nicht tot genug sein, ne? Jerome ist nicht tot! Nur schüchtern. Ja, ja, genau. Da lachen ja wohl die Hühner. Halt du mal lieber dein langes Maul! Du möchte gern... Mensch! Boah, Walter, was soll der Scheiß? Selber schuld. Er hat doch mich herausgefordert. Die Proletarier sollten sich vereinen, statt zu streiten. So ging das hier Tag ein, Tag aus. Dabei könnten die 4 sich so glücklich schätzen, wenn sie wüssten, was ihnen heute noch so passieren wird. Hallo. Hallo, Klaus. Wir sind's nur. Klaus. Oh, oh Mann, ey. Mit sowas macht man echt keine Witze, Walter. Menschen sind die gefährlichste Spezies überhaupt. Sie sind böse, perfide und sie haben Daumen. Das ganze Land liegt in Schutt und Asche wegen denen und schaut nur, was diese Monster mit dem Gorilla gemacht haben. Ekelhaft. Die letzten Wesen, denen ich begegnen möchte, sind... So, Männer,
Wir zwei schaffen den Kram hier weg, ihr baut das Zeugs auf. Und so. Wie kriegen wir denn das hässliche Pferd mit dem langen Hals hier raus? Aber das fällt doch auf. Sagen wir einfach, das ist ein Lampenschirm von Walter Gropius. Das ist doch jetzt wieder top modern. Walter, Ruth, Gundi, wo seid ihr? Nimm den Stinkegeier von mir weg. Jerome ist ein Adler. Psst, leise jetzt. Der Parlamentarische Rat. 61 Männer, 4 Frauen. Das war die Frauenquote von 1948. Konrad Adenauer, CDU. Erfinder des ZDF und der Sojawurst. Carlo Schmidt, SPD. Kriegsdienstverweigerer und unkomplizierter Hausmacherwursttyp. Dr. Elisabeth Selbert, SPD. Juristin, Aktivistin. Theodor Heuss, FDP, Kultschwabe, Rockröhre und Labergenie. Hey! Hallo! Hallo! Sehr geehrte Herren! Und die anderen auch. Wir haben uns heute hier versammelt, um uns einer enorm wichtigen, ja, historischen Aufgabe zu stellen. Richtig. Es muss eine neue Gesetzesgrundlage für unser Vaterland her. Genau. Eine demokratische Verfassung, an die sich jeder Bürger zu halten hat. So. Jetzt halt die Schnauze. Oh, Entschuldigung. Also, wir brauchen ein paar saftige Regeln. Warum? Sollte ja eben klar sein, eigentlich, oder? Ihr wisst, Hitler und so weiter. Wer ist dafür, dass sowas wie eine Diktatur bei uns nie wieder passiert? Wir! Oh. Perfekt. Der Carlo schickt euch gleich den Link zum Google Doc und dann schreiben wir zusammen mal was runter. Wir brauchen uns ja keine Mühe geben. Ist ja eh nur vorübergehend. Kann irgendwer von euch was verstehen? Okay. Das sind die To-Dos. Wir brauchen erstmal eine neue Nationalflagge. Ein Artikel, der die Aufnahme von Schutzsuchenden regelt. Dann noch ein paar Regeln, in welcher Form sich die Frau dem Manne unterzuordnen hat. So um die 143 Gesetze mit allem Pipapo und natürlich als Aufmacher zum neugierig machen. Was Peppiges für Artikel 1. So, Vorschläge. Warum denn jetzt eine neue Fahne? Das Hakenkreuz ist doch noch gut. Bist du dumm oder so? Hast du nicht zugehört? Das Hakenkreuz ist ein Glückssymbol aus Indien, nicht mehr. Fresse jetzt! Oh. Hast du sie noch alle? So, Leute, Feierabend. Ja, genau. Weiter so, you rock. Oh mein Gott! Monster! Hallo, Klaus, wir sind. Ach so, meine Güte, sag das doch einfach. Boah, dieser Stinkegeier. Nie wieder gehe ich mit dem in irgend... Oh mein Gott! Männer. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Falscher Alarm, muss doch nicht. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass du deine Hufe von... Oh mein Gott! Antiquitäten und Delikatessen! Können wir bitte mal über den Elefanten im Raum sprechen?
Was ist denn jetzt mit Rosa? Ich meine doch nicht Rosa, sondern was hier passiert ist. Hast du verstanden, was die hier wollen? Der Mensch ist in unseren natürlichen Lebensraum eingedrungen. Hier im Museum. Ja, aber warum? Die sind wohl hier, um ein Grundgesetz zu schreiben. Was heißt das? Ach, sie haben irgendwas von so Regeln gefaselt oder Seit wann hat diese Spezies denn bitte Regeln? Der Kapitalismus ist jede Regel abzulehnen. Solange sie Snacks da lassen, ist mir alles scheißegal. Die machen hier alles kaputt. Wir müssen diese Barbaren schleunigst loswerden. Wir müssen hier raus. Ach, regt euch ab. Wenn wir uns nur lange genug totstellen, werden die von alleine verschwinden. Ein Grundgesetz schreiben. Wie lange kann das bitte schön dauern? Feierabend! Tag mehr aus. Wie lange soll das bitte noch so gehen? Dieses Trottelgeplapper zerrt an meinen Nerven. Und ich hab keinen Schimmer von der Gleichheit aller Arbeiter. Das ist wirklich die primitivste Spezies überhaupt. Und der Schlimmste ist dieser Theodor Heuss. Schrecklicher Typ. Hoffentlich wird nach dem nie eine Schule benannt. Das ist alles, was Sie bisher geschafft haben? Grundgesetz? Ist das deren fucking Ernst? Das kommt davon, weil man in der Demokratie immer jeden Deppen nach seiner Meinung fragt. Wie kann man so dumm sein, ehrlich? Au! So. Moment mal, Klaus. Wenn du das Grundgesetz schreibst, dann sind wir die Monster schnell wieder los. Ja! Kampf dem Joch der Bourgeoisie! Auf gar keinen Fall. Ich kann sehr wohl schreiben. Aber nicht für Menschen. Meine Abneigung gegen Menschen hat mit meiner dramatischen Backstory zu tun. So kam ich auf ein Dampfschiff. Mein Zuhause für 3 Monate. Geschlafen habe ich auf alten Zeitungen. So brachte ich mir selbst Lesen und Schreiben bei. In Deutschland habe ich versucht, mich als Journalist über Wasser zu halten. Aber niemand wollte eine Giraffe einstellen. Also habe ich mir geschworen, niemals, aber wirklich niemals, werde ich für Menschen arbeiten. Unglaublich. Nur Barbaren würden andere Tiere töten. Und ausgerechnet diese Monster wollen einen Katalog mit unverletzlichen und unveräußerlichen Grundrechten verfassen? Klaus, ganz ehrlich, du musst das machen. Wenn jemand die Essentials einer neuen, offenen, zugewandten und zukunftsfesten Gesellschaft formulieren kann, dann ja wohl eine Giraffe mit deiner Geschichte. Meinst du? Ja klar, du bringst ja wohl alles mit, was man braucht. Es ist die Gelegenheit. Vielleicht hast du ja recht.
Und du tust es ja nicht für die, sondern für uns. Uns? Also gut. Asylrecht. Jedes Lebewesen, das deutschen Boden erreicht, sollte das Recht auf Schutz und Zuflucht und die Möglichkeit auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit bekommen und soll als freie Giraffe die gleichen Chancen bekommen, die demokratische und freie Gesellschaft mitzugestalten, wie Tiere, die hier geboren wurden. Und ein Bleiberecht ist wichtig. Außerdem natürlich eine Arbeitserlaubnis. In Deutschland muss man noch arbeiten, keine Frage. Plus Familiennachzug. So. Und niemand soll obdachlos sein. Wollen wir mal nicht übertreiben, Gundi. Ist doch ein super Artikel, Klaus. Ja, tippitoppi. Jetzt steht es hier. Das Grundrecht auf Asyl. Und das wird niemals jemand abschwächen oder aushöhlen. Super, da hat ja jemand einen Allneider geschoben und durchgekruncht fürs Team. Asylrecht, mega. That's dedication. Na, müssen wir nur noch abstimmen. Also, wer ist dafür? Los, hoch die Händchen. 1, 2, 3, 4, 6. Ah, Quatsch. Nochmal von vorn. Die Mehrheit ist dafür. Das ging ja easy peasy. Und beschlossen. Zum heutigen Themenschwerpunkt, Mann und Frau, spricht nun Frau Elisabeth selber zu euch, die eine Frau ist. Und was für eine? Bitte sehr. Meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir Frauen waren es doch, die die Trümmer der Herren... Hört, hört, Trümmer der Herren! ...nach diesem schändlichen Krieg beseitigt haben. So möchte ich doch wenigstens die Gleichstellung im Grundgesetz wiederfinden. Ach, niemand interessiert sich für deine Gleichstellung. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der war gut, den habe ich nicht kommen sehen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist essentiell für eine moderne Verfassung. Niemand interessiert sich für deine Gleichberechtigung. Sie interessieren sich höchstens für dich als Küchenhilfe. Genau! Küchenhilfe! Die interessieren sich höchstens für dich als Rattenfahr. Erbärmlich! Was würden ihre Mütter und Ehefrauen von ihnen denken, wenn die sie so sehen würden? Lass meine Mutter aus dem Spiel! Meine auch! Meine auch! Feierabend. Ah! 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 Die kriegen das wieder nicht hin. Wir müssen das Gesetz auch einfach schreiben. Ach, das wird nix. Die Trottel müssen dem Ganzen noch immer noch zustimmen. Tja, Männer, da bleibt uns eigentlich nur eine Sache übrig. Oh, Mittagessen! Also meine sehr gute Idee wäre... Ruhe! Wir machen das jetzt! Männer können uns nicht ein Leben lang so rumschubsen. Wir Frauen gehören niemandem. Die Rechte an dieser Figur gehören zu 100% dem ZDF. Das beinhaltet unter anderem das Namensrecht, Merchandisingrecht und Weiterentwicklungsrecht. Wir schreiben jetzt erst das Gesetz. Und damit die Trottel auch zustimmen, müssen wir ihre Frauen ins Boot holen. Klaus, schnapp dir Zettel und Feder. Ich diktiere. Okay. Liebe Genossin, Ihr Mann verhält sich wie ein Arschloch. Vielleicht reden Sie mal mit ihm, damit er weniger ein Arschloch ist und für meinen Gleichberechtigungsartikel abstimmt. MFG, Dr. Elisabeth Selbert. Ende. So konnte Ruth tatsächlich die Ehefrauen der Männer mit ein paar gut gesalzenen Briefen doch noch überzeugen, für den Gleichstellungsartikel zu stimmen. Wer ist dafür? Und beschlossen. Und von nun an verbrachten die Tiere ihre Nächte damit, ihre Artikel in das Buch der Menschen zu schreiben. Bis am Ende nur noch eines fehlte. Der Anfang.
heute. Wenn wir jetzt noch was Peppiges für den Anfang finden, sind wir die Menschen morgen los. Oh, diese blöde Nationalflagge brauchen wir auch noch. Ach, lass da doch einfach die Farben von Jerome nehmen und gut ist. Gold, Rot, Schwarz? Das ist doch keine Flagge. Das würden nicht mal diese Trottel abnicken. Frechheit! Aber selber keine Ideen haben. Jetzt lass uns erstmal was Peppiges für den Anfang finden. Wir brauchen einen Bauernstaat! Warum nicht mal was, das sich reimt? Trennen nie ST, denn es tut beiden weh. Langhals, das hat keinen Pep. Die Arbeiterklasse muss... Entschuldige bitte, dass ich hier gerade deutsche Geschichte schreiben will. Industriebetriebe müssen verstaatlicht werden. Wir haben doch noch gar nichts zum Thema Grammatik. Schwachsinn. Arbeitslöhne müssen über dem Existenzminimum liegen. Jetzt sei doch mal leise, Gundi. Das mit ST ist doch ganz gut. Find ich scheiße! Was reagiert er denn jetzt so gereizt? Ganz schön empfindlich. Ach, der kriegt sich schon wieder ein. Okay, zurück zum Thema. Das mit ST war doch ganz gut eigentlich, oder? Aus dem Weg, Arschloch! Au! Was soll denn das mit ST überhaupt heißen? Du hast wohl gar keine Ahnung von Rechtschreibung oder was? Bitte Leute, es ist der letzte Artikel. Reißt euch ein bisschen zusammen. Ich finde es nun mal wichtig, dass die Menschen auch lernen, wie man richtig schreibt. Ja, aber doch nicht direkt im ersten Artikel. Ja, vielleicht gibt's da echt wichtigere Themen. Dann macht halt auch mal einen Vorschlag. Wir kommen so nicht weiter mit eurer destruktiven Art. Ich kann nicht unter Druck. Also doch das mit ST. Warum denn eigentlich nicht? Na, da ist sie ja. Na komm. Warum tut das ST überhaupt weh? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Immer nur am Meckern. Hm? Also, einigen wir uns jetzt darauf oder hat noch jemand eine bessere Idee? Vielleicht doch eher was in die Richtung Klimaschutz? Mein Gott, wir stecken mitten in den 40er Jahren. Wen interessiert das denn? Was ist hier los? Man! Spinnst du? Verdammte Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Wie konntest du den nur töten? Warum greift er mich auch von hinten an? Der stand da doch nur. Ja, aber sehr bedrohlich. Oh mein Gott. Du hast Konrad Adenauer getötet. Vielleicht lebt er ja noch. Flügel weg. Nicht anfassen. Ich taste ja nur. Nicht antasten. Walter, ich würde den Menschen nicht antasten. Ich will doch nur wissen, ob er noch lebt. Fuck! Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Der muss hier weg. Ja, aber wie? Wir müssen ihn wegschaffen. Aber wohin? Auf die Empore. Oh, scheiß Stress. Wir haben Konrad Adenauer getötet. 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 Hey, nicht antasten. Würde nicht antasten. Er redet. Er ist nicht tot. Nur sehr, sehr alt. Das bedeutet ja. Ja. Er kann jeden Moment aufwachen. Bist du wahnsinnig geworden? Er kann jeden Moment aufwachen. Ja, das habe ich doch gerade geschrieben. Menschen. Hey. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Männer. Letzter Tag heute. Wir brauchen nur noch was Peppiges für Artikel 1. Und die neue Nationalflagge. Also komplette Brainpower jetzt. Neue Nationalflagge. Go wild, go crazy. Leute, wir müssen Adenauer unbemerkt runterschaffen. Walter, hast du hier irgendwas, aus dem man ein Seil basteln kann? Ja, zwei Seile. Okay. Ihr beide schafft ihn zurück in den Saal und ich lenke die Menschen ab. Alles klar, aber wie? Menschen nicht antasten. Ihr macht das schon. Komm mit.
lila. Wie wär's denn mit weiß? Das ist doch keine Farbe. Ja, das ist keine Farbe. Ruhe jetzt. Ihr müsst auch mal ein bisschen mithelfen. Sonst wären wir ja nie fertig. Genau. Und von dir kam noch gar nichts, Konrad. Konrad? Wo ist denn der Konrad? Da spielt jemand Kazoo. Das kommt von da oben. Konzentration, bitte. Echt jetzt mal. Oh, da, seht mal. Ist das Konrad? Nein, der Pelikan. Es muss der Affe dort sein. Es ist das Nilpferd. Es ist sicher der Biber. Ruhe, jetzt. Wir haben noch einiges vor heute. Also, Klaus, jetzt nicht antasten. Halt dein Schnabel. Oh. Es ist der Leguan. Es klingt so wunderschön. Vorsichtig. Vorsichtig. Hoppala. Es muss der Affe dort sein. Was machst du denn? Ich mache gar nichts. Ich will wissen, wer es ist. Komm, wir sehen nach. Das Pferd. Es klingt so wunderschön. Das Seil reicht nicht. Schnell, Klaus, gib dein Hals. Das will mein Hals nicht geben. Konzentration jetzt bitte. Nicht jetzt mal. Oh nein. Gero, wir müssen helfen. Ein Stinkegeier! Oh. Konrad! Ich würde den Menschen nicht antasten. Was hat er gesagt? Würde des Menschen? Warum nicht antasten? Ich glaube, er meint, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ha, das ist doch ein super erster Artikel, oder? Ja. Danke für den starken Input, Konrad. Ich habe auch noch eine Idee. Wir machen die Fahne schwarz-rot-gold. Ach, Carlo, perfekt. Flagge beschlossen, Artikel 1 beschlossen. Feierabend! Leute, wir sind fertig mit dem Grundgesetz. War doch gar nicht so schwer. So, das war das. Tja. Weg sind sie. Ab jetzt wird nie wieder ein Mensch dieses Museum betreten. Nach all den Monaten. Verrückt. Und die Fahne schneidern die sich jetzt nach dem Ebenbild eines toten Stinkegeiers. Wie oft denn noch? Jerome ist nicht tot. Boah, ist mir jetzt auch egal. Ruhe bitte, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Das ist mir zu blöd. Selber blöd. Halt du mal lieber dein Maul. Du. So blieben unsere drei HeldInnen für immer vereint im Museum Alexander König. Und 61 Männer und 4 Frauen ernten bis heute die Lorbeeren. Theodor Heuss wurde der erste Präsident der neuen Deutschen Republik. Konrad Adenauer der erste Bundeskanzler. Elisabeth Selbert ging in die Geschichte ein als die Frau, der in Deutschland das Grundrecht auf Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verdanken ist. Und was wurde aus Gundi? Von Gundi hat man irgendwie nie wieder etwas gehört. Ha ha ha!
war sie. Die wirklich wahre Geschichte der Entstehung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn die Tiere nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.